Heute besprechen wir 8 Zeithacks, mit denen du nie wieder Stress in der Schule hast. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich, wie ja auch ihr, wollen unglaublich viel erreichen. Aber was ich mir irgendwann gesagt habe, ohne Scheiß, egal wie hoch meine Ambitionen sind, es ist mir nicht wert, auf tagtäglicher Basis Stress zu empfinden. Stress ist in manchen Situationen unvermeidlich, aber ich dachte mir, ich will unfassbar viel erreichen, aber das trotzdem so gestalten, dass ich tagtäglich den größten Teil meiner Zeit entspannt bin. Und viele haben mir von euch auch geschrieben, dass ihr einfach weniger Stress in der Oberstufe empfinden wollt, und deswegen bekommt ihr jetzt diese 8 Zeithacks. Erstens, bau dir feste Routinen auf. Routinen, Gewohnheiten und so weiter hören wir immer wieder. Aber seriously, jetzt mal ohne auf irgendwelche bestimmte Gewohnheiten oder Routinen einzugehen. Wenn du es wirklich schaffst, im Prinzip alles, was du für die Schule tun musst, in Form von Gewohnheiten zur Routine zu machen, dann musst du dich um nichts mehr kümmern. Versteht ihr diese Power? Wenn du wirklich einen Zeitplan, einen kompletten Routinenplan für deine Woche hast und du ganz genau weißt, okay, hier habe ich ein groß genuges Zeitfenster, um immer mittwochs meine Hausaufgaben zu machen. Hier habe ich genug Zeitfenster, um mich auf die nächste Stunde vorzubereiten. Hier habe ich am Wochenende genug Zeit, um für die Klausuren zu lernen und so weiter. Und wenn du so einen geilen Plan hast, der wirklich auch gegen ein paar Schwankungen in dem Unterricht und in den Anforderungen resistent ist, dann schaffst du es wirklich, dass du dir eigentlich keine Gedanken mehr machen musst, weil du kannst dir zu 100% sicher sein, dass das, was du dir aufgeschrieben hast, reicht, um alles zu bewältigen. Und dann musst du dir auch keinen Stress mehr machen. Zweitens, regel alles für morgen schon heute. Das hat mich beispielsweise am allermeisten abgefuckt in der Schule. Morgens Stress. Ich hab's gehasst. Du kriegst aber mit, oh shit, ja, was, da war noch eine Hausaufgabe auf, okay, dann kriegst du das noch irgendwie hin, dann versuchst du schnell irgendwas zu essen, dann hast du deine Taschen nicht gepackt, packst die noch schnell irgendwie, rennst dann zum Bus mit vollem Magen, verpasst den dann vielleicht gerade noch, musst dann mit dem Fahrrad in die Schule fahren, bist dann was schwitzend in der Schule, kriegst dann erstmal Anschluss vom Lehrer, warum du spät bist. Ich hab das so gehasst, so krass gehasst, dass ich eben gesagt habe, no joke, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Es ist so viel geiler, wenn du morgens aufstehst und ist alles dann, du kannst dich einfach entspannt an Frühstück setzen, du isst dein Frühstück, nimmst einfach deine Schulsachen, die du schon gestern, du hast die Hausaufgaben schon gemacht, bitte auch schon deine Schultasche gepackt. Es ist so eine Kleinigkeit, wo man vielleicht abends nicht so viel Bock drauf hat, aber du wirst es dir morgen so krass danken. Du nimmst einfach ganz entspannt deine Schultasche, ziehst dich an, du weißt genau, wie lange das alles dauert, bist dementsprechend früh aufgestanden und gehst einfach ganz entspannt zum Bus oder nimmst dein Fahrrad in die Hand, fährst in die Schule und startst einfach mit dem positiven Gefühl. Das ist so, so entscheidend. Drittens, wähle deinen Transport smart. Das ist so eine Sache, wo die meisten sich nie Gedanken drüber gemacht haben. Die sagen, ich bin halt ein Buskind. Oder ich fahre immer mit dem Fahrrad. Ich meine, klar, wenn du 10 Kilometer von deiner Schule, naja, wobei auch dann könnte man mit dem Fahrrad fahren. Sagen, wenn du 20 Kilometer von der Schule weg bist, dann ist es wahrscheinlich logisch, dass dich weder deine Eltern fahren können noch Fahrrad und du den Bus nehmen musst. Aber wenn du wirklich jemand bist, vielleicht hast du auch viel eher die Wahl, als du denkst, weil du nie groß darüber nachgedacht hast. Und im Prinzip gibt es ja 3 Möglichkeiten. Entweder Fahrrad oder zu Fuß, wenn du beispielsweise auch sehr nah an der Schule wohnst. Bus, für manche auch Zug oder Auto. Das heißt, entweder du wirst von deinen Eltern gefahren, wenn du diesen Luxus bekommst, oder du kannst irgendwann in der Oberstufe auch selbst fahren. Und da sollte man sich wirklich mal Gedanken machen, was möchte ich denn eigentlich? Weil zu Fuß bzw. Fahrrad hat halt den großen Vorteil, dass du frische Luft und Bewegung kommst. Das kann mega entscheidend sein. Es ist halt die Frage, was ist für dich wichtig? Gleichzeitig kannst du hier aber nicht wirklich produktiv sein. Klar, du kannst Kopfhörer hören, Podcasts, ein Hörbuch und so weiter, aber auch da ist beispielsweise beim Fahrradfahren eigentlich nicht zu empfehlen. Und deswegen ist halt die Frage, brauchst du morgens vor allem frische Luft, um vielleicht ein bisschen Stress noch abzubauen oder um das als Teil deiner Morgenroutine zu integrieren, um so, bevor du losfährst oder losgehst, mehr Zeit zu haben? Im Bus, bist du jemand, der vielleicht einfach vor dem Unterricht sich nochmal schnell, auch obwohl er es am Vorabend schon gemacht hat, sich da nochmal kurz ein paar Sachen durchlesen will? Dann nimm den Bus, weil dann kannst du im Bus kannst du was lesen. Das gleiche auch, wenn dich deine Eltern vielleicht fahren. Aber wenn dich deine Eltern fahren, ist es vielleicht so, dass deine Mom die ganze Zeit mit dir reden möchte und du kannst dich nicht wirklich auf deine Sachen konzentrieren. Dann ist es aber vielleicht so, vielleicht willst du weder morgens frische Luft, weil du die schon im Morgenspaziergang direkt am Aufstehen hattest, noch brauchst du irgendwie, keine Ahnung, Sachen, wo du dir nochmal anschauen willst, sondern willst eigentlich nur möglichst schnell in die Schule zu kommen, weil du beispielsweise möglichst lange morgens schlafen willst, dann fahr mit dem Auto, wenn du die Möglichkeit hast. Viertens, mach Pünktlichkeit zu einer Eigenschaft von dir. Ich war immer,
immer so ein unpünktlicher Mensch. Ich bin in jede Unterrichtsstunde zu spät gekommen. Und wenn mich die Lehrer nicht so schon gemocht hätten, hätten die mich definitiv gehasst. Ich bin zu jeder anderen Verabredung zu spät gekommen, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Ich bin immer jeden Morgen zum Bus gelaufen. Ich habe das irgendwann gehasst. Und du musst dann irgendwann mal den Schlussstrich ziehen und sagen, nein. Wenn du ein unpünktlicher Mensch bist, dann sag dir irgendwann, ich werde jetzt pünktlich sein. Das wird nicht zwangsläufig sofort passieren, aber es ist wesentlich einfacher, als man denkt. Weil als unpünktlicher Mensch denkst du, oh, ich komme ja sonst alles nicht hin. Wenn ich jetzt noch früher da sein wollen würde, hätte ich ja noch mehr Stress. Aber das ist vollkommener Schwachsinn. Pünktlich zu sein ist 1000-mal entspannter, als unpünktlich zu sein. Und wenn du es wirklich sagst, okay, ab jetzt bin ich zu allem pünktlich, du wirst alles so ausrichten, dass du automatisch pünktlich bist. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man immer derjenige ist, der zu spät zu irgendwas kommt. Aber wenn du automatisch sagst, okay, ich werde da sein, ich werde da definitiv da sein, dann wirst du das doch immer schaffen und vor allem immer mehr, weil es zur Gewohnheit wird. Und es wird so viel easier und so viel mehr Spaß machen, als wenn du immer als letzter Depp zur Tür reinkommst. Fünftens, investiere Zeit, um Zeit zu sparen. Was meine ich damit? Oft ist es so, dass gerade diejenigen sagen, oh, ich habe so viele To-Dos, ich komme gar nicht hinterher, da muss ich noch Fahrschule machen, da muss ich zum Zahnarzt, da muss ich das mit dem noch absprechen, da muss ich das Paket wegbringen. Die sagen so, oh, ich komme gar nicht mehr hinterher. Die sind so in ihrem eigenen, ich muss, dass sie niemals die Zeit haben, darüber nachzudenken, wie könnte ich denn mein gesamtes System eigentlich verbessern, um Zeit zu sparen. Deswegen egal wie stressig deine Schulwoche ist, egal wie stressig du denkst, oh shit, ich komme zu gar nichts mehr, mir fehlt die Zeit für alles, nimm dir einen gewissen Prozentsatz dieser Zeit, das ist wie beim Geld, nimm dir einen gewissen Prozentsatz, um dein gesamtes System zu verbessern. Das bedeutet, nimm dir beispielsweise eine feste Routine, wo du dir sagst, wird bald noch ein Video zur Abendroutine kommen, wo du dir sagst, hey, jeden Abend, was kann ich besser machen? Was lief gut, wo du einfach merkst, okay, hier war ich vielleicht total zeitineffizient und dass du diese Dinge einfach verbesserst. Genauso nimm dir einfach mal Zeit, wo du vielleicht im Internet recherchierst, was sind noch bessere Lernmethoden, wie kann ich sonst so machen? YouTube-Videos anschauen ist auch ein Zeitinvestment, was sich super gut langfristig auszahlen kann. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Keine Ahnung, du kannst deine Zeit tracken. Schreib dir mal eine Woche lang auf, gibt auch eine geile App zumindest für Android dafür, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, findet ihr aber bestimmt über ein bisschen Recherche, wo du tracken kannst, wofür du wie viel Zeit investierst. Und das ist mega aufwendig, mal das eine Woche zu machen. Aber wenn du das mal gemacht hast, hast du so eine geile Datengrundlage, um zu gucken, krass, Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Zeit am Handy bin. Krass, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Zeit überhaupt in Freistunden verbringe, dass ich so viel Zeit für meinen Weg von der Schule nach Hause brauche, so viel Zeit damit verbringe, keine Ahnung, abends noch zu lesen oder was weiß ich. Und du wirst ja immer bewusst, wie du deine Zeit verbringst und kannst dadurch dann eine Optimierung durchführen. Und diese eine Optimierung wird dir langfristig so krass viel Zeit sparen. So, jetzt wird's spirituell. Und zwar sechstens, erschaffe keine Zeit. Was? Wie? Erschaffe keine Zeit? Leo, ich hab so wenig Zeit. Wenn ich Zeit erschaffen könnte, würde ich das noch machen, damit ich endlich all meine Sachen hinbekomme. Bullshit. Was ich damit meine ist, du erschaffst dir Zeit als mentales Konstrukt. Verstehst du jetzt gerade, wo ich dieses Video mache? Wo ist Zeit? Ich will das gar nicht verkomplizieren und vertiefen, aber Zeit entsteht erst dann, wenn du auf die Uhr schaust. Weil du merkst, ah, okay, so viel Uhr ist jetzt, das heißt, ich habe noch so und so viel Zeit, um das und das zu machen. Und die meisten Leute lernen ja immer nach Zeit. Und das ist auch gewissermaßen sinnvoll, aber ich würde dir sogar fast dazu raten, das nicht zu machen. Ich beispielsweise studiere immer so, dass ich nicht auf die Uhr schaue. Das heißt, ich sag mir vielleicht einen klaren Zeitpunkt, wann ich anfange, das würde ich euch empfehlen, aber nicht zwangsläufig ein klares Ende. Weil die meisten Menschen brauchen immer dieses klares Ende als Deadline, um sich zu pushen. Okay, ich habe noch so viel Zeit, da muss ich aber wirklich Gas geben. Und das ist halt Short-Term, das ist halt eine kurzfristige Sache. Das funktioniert auch, weil es deinen Körper unter Stress setzt, na, genau das, was wir eigentlich nicht haben wollen, damit du das dann wirklich schaffst. Das heißt, es funktioniert von der Produktivität her, aber dein Stress in dir, der natürlich langfristig auch nicht gesund ist und langfristig auch deine Performance runterschrauben wird, der ist natürlich trotzdem da. Das bedeutet, wie schaffen wir es, hohe Produktivität zu haben, aber eben ohne Stress? Ganz einfach, indem du ohne Uhrzeit lernst. Das bedeutet, du guckst nicht einfach auf die Uhr, okay, wie lange habe ich noch, sondern du sagst einfach Startpunkt und du machst einfach, bis du fertig bist. Was am Anfang passiert wird, vor allem wenn du gewohnt bist, immer auf die Zeit zu schauen, du wirst langsamer sein. Du wirst definitiv langsamer sein, weil es fällt dir dieser Stressfaktor weg von, oh, ich muss es bis dahin schaffen.
Das wird wegfallen, deswegen wirst du erstmal wesentlich schlechter performen und langsamer sein, als wenn du es mit Zeit gemacht hättest. Aber langfristig, wenn du dich immer mehr auch wieder das bewusst machst und dich darauf fokussierst, dann wirst du schaffen, grundsätzlich einfach Gas zu geben und schnell zu arbeiten, ohne Stress, weil es gibt ja nichts, bis wann du fertig sein musst. Aber du hast einfach grundsätzlich diese Haltung, ich gebe einfach Gas, unabhängig davon, ob es gerade stressig ist oder nicht von der Zeit her. Und wenn du das schaffst, dann lebst du quasi immer im Moment, gibst immer dein Bestes, läufst auf maximalem Performance-Level und musst dir aber trotzdem keinen Kopf machen, oh, bin ich jetzt richtig in der Zeit oder nicht? Und kannst so im Prinzip sogar, obwohl du auf so hohem Level performst, maximal entspannt sein. Siebtens, du bist der Verursacher. Du bist der Verursacher von Stress. Wir denken immer, Stress kommt irgendwann wie so ein Gespenst, was immer so kommt. Oh, jetzt habe ich Stress. Nein, Mann, genauso wie davor mit der Zeit. Stress kreierst du dir hier oben. Wisst ihr, was meine Formel für Stress ist? Aufgaben, die du hast, minus Zeit, die dir zur Verfügung steht, gleich Stress. Das bedeutet, das, was du an Aufgaben mehr hast, als du denkst, Zeit zu haben, das ist dein Stress. Weil du denkst dir, shit, ich habe nur 3 Stunden, ich glaube, ich brauche locker 5 Stunden, ich hab da, und dann muss ich das noch machen, und dann bist du im Stress. Warum bist du im Stress? Weil du glaubst, dass du all diese Aufgaben nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit schaffst. Und das ist in den meisten Fällen falsch. Weil wir haben einfach nur so einen unorganisierten Haufen an Aufgaben, denkst du, so viele Sachen, ich pack das nicht. Das ist ja keine richtige Rechnung, die du durchführst, sondern denkst du nur, es ist so viel und ich habe so wenig und deswegen, ja, ich bin so im Stress. Stattdessen würde ich dir empfehlen, ein bisschen, ja, folgend vom vorherigen Tipp, installiere den gleichen Glaubenssatz, wie ich ihn habe. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn ich im Moment maximal fokussiert, möglichst zügig meine Aufgaben mache, dass ich dann alle Aufgaben schaffe, egal wie viele es sind. Und jetzt denkst du dir, nee, aber Leo, bei mir ist es wirklich stressig. Es ist wirklich stressig. I know. I know. Aber trotzdem, glaub's mir, wenn du aufhörst, die ganze Zeit darüber nachzudenken, oh shit, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, sondern diese ganze Energie, diese ganze Zeit darin reinsteckst, die Sachen durchzuziehen, Schritt für Schritt, Aufgabe für Aufgabe, wirst du sie alle schaffen. Versprochen. Und zu guter Letzt noch achtens, das Pareto-Prinzip, das 80-20-Prinzip. Das kennen ja viele von euch schon. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass der tendenziell eine kleinere Menge von Aufwand meistens zu einer größeren Menge der Ergebnisse führt. Dazu werde ich aber speziell noch ein Video machen. Darauf könnt ihr euch auch schon freuen. Wird noch vielleicht erst übernächste Woche kommen. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Darauf könnt ihr euch freuen. Ansonsten Pareto-Prinzip auf jeden Fall mega, mega interessant. Schaut es euch an. Aber wie gesagt, mein Video speziell auf die Oberstufe bezogen wird noch kommen. Deswegen freut euch da schon drauf. Ansonsten schreibt mir gerne noch weitere Zeithacks, die ihr habt, wodurch ihr einfach weniger Stress habt, in die Kommentare. Ansonsten denkt an eine Sache. Ich glaube immer an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.